Ich bin Matthias Kopp, ich bin Biersommelier. Ich liebe Bier, ich schreibe über Bier und ich bin total fasziniert von der lokalen Kneipenkultur. Wir haben in Deutschland eine berühmte Kneipenkultur, eine, auf die ich persönlich besonders stolz bin. Aber es gibt noch einen anderen Ort, wo diese Kultur genauso eng in das Land, in das Netz verwoben ist wie bei uns, mit einer eigenen Sprache, eigenen Ritualen, eigenen Traditionen und eigenem Essen. Und das ist genau hier, wo ich jetzt bin, in der Tschechischen Republik. Einer der Gründe, warum ich die Tschechische Republik liebe, ist, hier regiert das Bier. Und wenn Sie sich mit einem Tschechen unterhalten, werden Sie feststellen, dass das Wichtigste in einer Kneipe die Qualität des Bieres ist. Es geht nicht darum, wie schön die Kneipe aussieht oder wie toll die Beleuchtung ist. Es geht einfach darum, wie gut das Bier gelagert, behandelt und ausgeschenkt wird. Diese Qualität ist einer einzigen Person zu verdanken, dem Vícepný, dem Bierkellner oder Biertender. Ich bin in Prag, um mich mit Luboš zu treffen. Er ist Podcaster, Besitzer einiger tschechischer Kneipen und sogar Restaurants. Es gibt einfach niemand Besseren, um mir einen tiefen Einblick zu geben, was diese Leute tun und warum sie so wichtig sind. You know, in any Czech pub, the beer is the heart, and Vícepný is the one who is in charge of it. So it actually depends the quality and the reputation of any pub, how good his job is done. Du sag mal, Luboš, ist das wirklich so, dass die Vícepný hier so lange trainieren? Actually, it's not about the pouring of one beer, the technicality. It's the social role which Vícepný has. He has to learn the atmosphere of the pub. He has to live with the pub, and he has to pour for his guests. And you know, this is something you cannot learn in one day or two days. You learn it in years. Du, ich habe Geschichten gehört, dass wenn der Vícepný einen neuen Job in einer anderen Bar anfängt, dass er tatsächlich teilweise seine Kundschaft mitnimmt. Ist das wahr? This is true. As a pub owner, I say unfortunately, but fortunately for guests, because that also shows how well his job is being done. Du, Luboš, dieses frisch gezapfte Bier sieht so besonders, so lecker aus. Sag mal, erzähl mir mal die Geschichte an diesem, an dieser speziellen Art zu zapfen. Ah, it's a special pour, which is called Nadvakrát. And what it makes is that it makes the beer less fizzy. It still enables to have foam on the beer, because foam protects the beer. And it increases the most important fact, which is drinkability. It's not easy though, so why don't you have a go and try pouring it? Ja, dann zeig mir mal, wie es richtig geht. Ich will nur von den Besten lernen. Oh, nice. It's your turn now. Sieht gut aus. So, show me. This doesn't look that bad. Ja, was sagst du? Oh, fine. You can get a job in my pub then. Wunderbar, freu mich. In einer tschechischen Kneipe wird man den Vícepný wahrscheinlich wieder sehen oder sogar treffen. Und der Grund dafür ist das hier. Luboš, sag mal, was ist denn das Besondere an den Bierdeckeln bei euch? The beer mat, it's rooted in the Czech beer culture. Because when you come to pub, you don't order beer. You place the beer mat on the table and then you just wait and the magic happens. It comes directly on your table. Ah, und das trägt natürlich dann auch zur gesamten großartigen Erfahrung, zu dieser Biererfahrung hier bei. Oh, definitely. You don't need to go to the bar. You just sit at the table and you wait until the beer comes in front of you. And you can focus on the most important thing, and it's talking to your friends. So it all feels like you are being hosted by the pub. And what we do when we cheer, then we cheer with clinking and then sealing it with hitting the table and then we drink. Na zdraví. Na zdraví. Ich weiß, dass man von gutem Bier nie genug haben kann, aber was ist, wenn ich doch mal keins mehr trinken möchte? You don't need to go to the bar. You only do one thing. You use your beer mat, you put it on the glass and that says everything. Ein wichtiger Bestandteil der Trink- und Bierkultur ist, was sie zu ihrem Bier essen.
Die Speisekarten sind hier wirklich sehr bierfreundlich. Sie sind extra so gestaltet, dass viele Gerichte so zubereitet werden, dass sie am besten zum Bier passen. Mit Aromen und Zutaten, die eben perfekt für ein gutes Bier sind. Jirka ist einer der aufstrebenden Köche in Prag. Er wird mir genau zeigen, worum es geht, wie man es richtig macht. Was gut ist, denn ich habe echt einen Mörderhunger. Jirka, sieht alles wunderbar aus. Sag mal, was hast du uns denn hier Leckeres mitgebracht? Jsem tady tradiční český jídla, který si dáváme v hospodě k pivu. Hovězí tatarák, pivní sýr a nakládaný čerstvý sýr. Der Bierkäse sieht wirklich fantastisch aus und ist mein absoluter Favorit. Wie genau machst du den? Je to vlastně čerstvý kraský sýr, zrající, který se potírá takovým slaným roztokem. Pivní sýr se tomu říká proto, protože se to servíruje tak, že se to namáčí do piva a jí tradičně. Teď už se to takhle úplně nedělá, ale míchá se to s pivem hořticí, cibulí, někdo máslem, někdo paprikou, je to různý. Mm-hmm. Jelikož se to dřív namáčelo do piva a jedlo se to takhle, tak já vemu trošku piva, zamíchám to s tím, s hořticí, s cibulí a takhle je to hotové jídlo, jak to podáváme. Wow, das sieht richtig lecker aus. Ich werde das jetzt mal probieren. Super. Sowas in der Art haben wir in Deutschland gar nicht. Sag mal, warum passt das denn so wunderbar zum Bier? Myslím si, že je to hlavně tím, že to pivo je vždycky trošku sladší a má ty hořký tóny. A tady přesně ta ostrá cibule, nazrálej sýr a hořtice se to krásně doplňuje. Což platí pro všechny tady ty jídla. Jsou tam nějaký kyselý věci, ostrost a krásně to jde s tím sladkým a hořkým pivem dohromady. Das schmeckt mir alles viel zu lecker. Schön, wenn wir sowas in der Form dann auch in Deutschland öfter mal hätten. Und danke, wirklich danke, dass du mir das erlaubt hast, das hier alles mal probieren zu dürfen. Ja, děkuji. Ja? A zdraví. In jeder klassischen deutschen Kneipe der alten Schule gibt es den Stammgast. Der, der am Tresen steht. Der, der die besten Plätze bekommt und das meiste Bier kauft und natürlich auch trinkt. Hier in der Tschechischen Republik haben sie jemand Ähnlichen. Sie verwenden sogar das gleiche Wort, Stammgast. Sie haben dazu aber noch ihre eigene Sprache. Die Sprache der tschechischen Kneipen und Pubs. Gestärkt durch Weltklasse-Lagerbiere und richtig gutem Essen bin ich mittlerweile auch ziemlich gut geschult in den Besonderheiten und Ritualen der tschechischen Kneipen. Ich bin jetzt nach Budweis gekommen, der Heimat der Nationalbrauerei Budweiser Budva, um ein paar von ihnen, den Stammgästen, zu treffen. Hallo zusammen, hallo. Servus. Sagt mal, was ist eigentlich das Besondere hier in der Tschechischen Republik, ein Stammgast zu sein? Stammgast znamená pro mě, když už sem chodím 55 let, hlavně chodím na jedno místo a chodím s přátelema. Sag mal, bekommt ihr eigentlich irgendwelche Sonderbehandlungen als Stammgast? Ano, mám tady svůj stůl, svoji židli, dobrý servis a kvalitní pivo. Wo immer man auch hinreist, es ist immer eine gute Idee, ein paar wichtige Worte zu lernen. Und hier hat es sich herausgestellt, dass der Stammgast sogar seine eigene Sprache hat. Sag mal, ich habe gehört, ihr habt so eine eigene Pappsprache hier in der Tschechischen Republik. Kannst du mir ein paar Worte davon irgendwie erklären und erzählen? Větrák, to říkáme tomu pivu, které někde dlouho stálo, až Stammgast by ho nevypil. Nebo podmírák je ošizené pivo, ale to se tady nikdy nestane. Das sind die kleinen, aber feinen Unterschiede zwischen einem deutschen und einem tschechischen Stammgast. Jít na jedno? To ale největší česká lež, protože nikdy to u jednoho neskončí. Jít na jedno. Das ist die Philosophie des Stammgastes in einem einfachen Satz. Aber hey, wenn das Bier so gut ist wie hier, wer kann es Ihnen übel nehmen?
Nach mehr als einem Bier bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich mich an all diese ganzen tollen Sprüche erinnern kann. Aber einen werde ich ganz sicher nicht vergessen. Dieser Spruch, der perfekt die Seele einer tschechischen Kneipe einfängt. Na zdraví.